Hallo Cyril. Oh. Cyril, wie geht's dir? Bäumig hast du gesagt. Bäumig. Wie ist denn bäumig? Also so groß wie ein Baum? Oder? Noch ein bisschen größer. Die Krone ist wirklich den Wolken sehr nahe. Ja. Und die Wolke ist ganz weit oben. So weit oben, dass man sie fast nicht mehr sieht. Aber es ist eine Wolke. Aber es ist eine Wolke und es ist also ein reales Gefühl. Es ist kein erfundenes Gefühl, kein übertriebenes Gefühl. Bäumig gibt's noch. Es gibt noch, ja, absolut, ja, wobei ich suche die richtigen Worte und ich finde sie fast nicht, weil doch. Ich habe den jungen Mann, habe ich jetzt seit gefühlten 5000 Jahren, so alt wie ein Baum ist, nicht mehr gesehen. Ein durchschnittlicher Schweizer Baum ist 5000 Jahre alt. Wie alt ist, die jungen Bäume. Die jungen, die jungen Bäume. Bäume. Wie alt ist die Schweiz, Cyril? 12. Cyril, du bist ja jemand, der sich mit Zeitungen und Journalismus auskennt. Ich habe hier mal eine mitgebracht, zufällig ausgewählt, oh. eine Boulevardzeitung. Und du musst ein paar Sachen für Deutsche erklären, okay? Okay, ja, sehr gerne. Hier steht, Kati Preis wirft ihren Mann raus, der Schlufi betrug das Busenwunder mit der besten Freundin. Was ist ein Schlufi? Ein Schlufi ist die Verniedlichung eines Schlappschwanzes. Also ein niedlicher Schlappschwanz, aber ist er dann weniger und noch schlapper oder ist das nett? Netter oder weniger? Er ist noch weniger und noch schlappschwänziger, aber nicht ausgedrückt. Ja, okay. Dann haben wir hier noch, der Nationalratstribun tritt zurück, damit er den EU-Beitritt der Schweiz verhindern kann. Warum möchte die Schweiz nicht in die EU? Gegenfrage, was ist die EU? Damit wäre das auch geklärt. Dann haben wir des Weiteren, hier hat eine Schweizerin vor 2 oder 3 Jahren beim Europäischen Gesangskontest den letzten Platz belegt. Was fühlst du dabei? Ein Kniestich. Aber auf der linken Seite ein Kniestich, auf der rechten Seite ein Blattschuss ins Knie. Ja. Also hier ist der Kniestich, man sieht das. Sieht man auch, ja. Ganz fies, ganz fies. Und da, ja, das hat ein kleines, feines Loch. Das ist eine kleine Patrone. Aber hast du zugeguckt damals? Saßt du vor dem Fernseher? Nee, ich war noch zu jung. Ja, das kann sein. Dann haben wir hier noch ein paar andere schöne Sachen. Bin ich ein bisschen, ja. Zurück, Teil 2. Okay. Mhm. Ja, hier haben wir gerade gesehen, ein Mann verlässt heimlich, wie heißt das? Heimlich-feister. Heimlich-feist den Saal. Also wenn ich den verlasse, verlasse ich ihn heimlich-feist oder heimlich-feister? Du verlässt eigentlich den Raum, ohne dass du ihn verlassen hast. Oder umgekehrt, je nachdem. Ja, nee, aber ich meine das Wort. Also ich verlasse ihn heimlich-feist oder heimlich-feister? Also ist das gebeugt? Nein, du, es ist sehr gebeugt, ist strapaziert, einmal durchs Rad geflochten, aber es ist heimlich, klammheimlich. Klammheimlich. Klammheimlich, sehr schön. Dann haben wir noch was. Wie findest du die Zeitschrift Blick, die Boulevardzeitschrift Blick? Sehr gut. Das ist eine sehr gute Zeitschrift. Sehr gut. Ja. Hier haben wir noch. Hier wurde so gut, ich kann sogar mit meinem Namen dahinter stehen. Ja, das stimmt. So. Ja. Hier werden die Züricher Bädeler, das sind die Leute, die ins Bad gehen. Genau, ne? Genau. Die machen irgendwas und hier steht gesunde Snacks. Rolf Hiltl bringt Vegi in die Badi. Was macht der? Vegi in die Badi. Er vertreibt alle Schweine aus der Badi, also alle Wildschweine. und kommt mit einem kleinen Zucchini kommt er rein und säubert eigentlich die Badi mit einer die kleinen Zucchini. Und was ist denn die Badi? Eine Badeanstalt, pardon. Muss es eine kleine sein, weil Badi ist ja eine Verkleinerung. Oder kannst du eine kleine Zucchini? Oder eine? Nee, Badeanstalt. Also ist eine Badi immer klein oder kann auch ein riesiges Aquapark mit Wasserrutschen eine Badi sein? Es könnte eine Badi sein. Man nennt sie wahrscheinlich meistens nicht Badi, sondern wie du so ganz schön gesagt hast, eine Aquapark. Irgendwas. Also eher, eine Badi ist tendenziell klein. Ja. Ja. Gut. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon fast. Hier. Aromatalarm bei Nati. was ist da passiert? Also der Deutsche kennt weder Aromat noch Nati. Ja, Aromat ist eine Streuwürze, sehr populär. Das kriegst du in jedem alten Restaurant in den Bergen. Wie Maggi so ein bisschen. Ja, vielleicht. Genau, ein bisschen der große kleine Bruder. Ja. Mit langen Haaren. Und warum hat die Nati jetzt Alarm gehabt? Weil die Nati ist ein bisschen zart beseitet. Wer ist denn die Nati? Wir kennen die Badi, kennen wir schon. Ja, die Nati ist so ein bisschen wie der Otto-Normalverbraucher, was wiederum überhaupt nicht stimmt. Die Nati ist wahrscheinlich die Nationalmannschaft? Genau, oder so? Genau, ja. Absolut. Ja. Jede, also nur Fußball oder Eishockey? Oder nee, das wird keine, ist unabhängig. Ja. Ja. Und warum haben die, was ist so schlimm, wenn die kein Aromat bekommen? Da steht ein ganzes Jahr ohne Aromat, das geht nicht. Ja, weil jeder Schweizer liebt Aromat, glaube ich.
Hat immer ein bisschen Aromat dabei, also Streugürze. Hast du in diesem Moment Aromat dabei? Ich trage es im Herzen, meistens im Herzen. Aromat im Herzen. Ich bin mehr so der gefühlsbetonte Schweizer, glaube ich, wenn ich das sagen darf. Ich verstehe. Ja, und wenn wir schon bei Gefühlen sind, vielleicht, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Jetzt das letzte. Nee, warte mal, hier ist noch was. Ah ja, genau, hier. Micha 21. Als ich mal besonders hässig war, habe ich all meine Sachen gepackt. Was ist da passiert? Hässig? Da war, glaube ich, besonders staubig. Blümerant, man sagt auch Blümerant. Also, das verstehe ich immer extrem noch nicht. Extrem böse. Also er, böse, er war aufgebracht, er war furios. Er hat jemanden gehasst. Hässig. Nein, jemanden an eine Sache, er war einfach furios. Aufgrund eines Tatsaches. Wütend. Ja, innerliche Wut. Innerliche Wut. Die nach außen dringt und teilweise seltsame Formen haben. Dann ist man hässig. Kennst du auch das Gjufel? Das habe ich auch schon gelernt. Ja. Das Gjufel ist, wenn irgendeine Aufregung herrscht. Genau. Ein hässiger Mensch könnte also ein Gjufel erzeugen, außer genau. Er geht klammheimlich, wie hieß klammheimlich? Heimlich feiß. Außer er geht heimlich feiß aus dem... Mit der Nati... Aromat kaufen. Genau. Ja. Ich lerne. Schnelldenker, dieser Herr Doktor. Ja. Der Doktor kommt nicht von irgendwo her. Nein. Der ist von einer ehrenwerten Universität. Das letzte war noch, wo wir von Gefühlen gesprochen haben. Deutsche werden ja von Schweizern manchmal nicht gemocht, aber wir mögen uns ja. Funktioniert das? Also wie machen wir das mit der Völkerverständigung? Was können die Zuschauer lernen, auch Völker zu verstehen? Wir könnten uns einer Religion anschließen. Ihr könnt euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unserer Religion anschließen. Es ist die Heimlich-Feiß-Religion. Ja, gezuckert mit Aromat. Und eine kleine Zucchini. Oder Zucchetti, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ist dasselbe, ist alles grün. Ja, ist alles grün, ist alles kein Wildschwein. Und immer dran denken, nicht hässig sein. Ja, und vor allem Vorsicht vor der Nati, weil sie ist relativ furios. Und beim Europäischen Song Contest... aufpassen, da kriegt man Stiche ins Bein. Und einen Blattschuss ins Knie. Wiedersehen. Nicht Servus. Was sagt man denn zum Abschied? Grüezi ist ja nur zur Begrüßung. Adieu. 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 Ja. Adieu. Ciao.